Hallo zusammen, heute gucken wir uns mal die Akku-Ast-Kettensäge von Einhell an. Die ist vor ein paar Monaten neu auf den Markt gekommen und ich dachte vor allem jetzt für die Sommermonate ist das eine schöne Möglichkeit, um mal eben einen Ast beizuschneiden oder Altholz klein zu schnibbeln. Und die hat echt Power. Und das werden wir gleich auch mal austesten. Ich habe hier ein bisschen Holz besorgt und dann schneiden wir ein bisschen. Aber erstmal schauen wir uns das Gerät genauer an. Und zwar hat die Akku-Astkettensäge ein Schwert von 15 cm vorne drauf. Hier oben ist dann noch ein Schutz. Man kann werkzeuglos die Kette verstellen oder austauschen. Einfach hier aufdrehen. So. Dann kommt man an die Kette dran. Man hat noch ein kleines Ölfläschchen dabei, um die Kette schön zu ölen. Das finde ich echt ganz praktisch gemacht. So, dann hat man, das drehen wir eben zu, so. Dann hat man einen Schutz, dass man drücken muss, also hier drauf drücken und hier, damit sie läuft. Man hat einen Brushless-Motor drin verbaut, also die hat auch echt Power. Man kann sie so abstellen, ohne dass die Kette irgendwie auf den Boden kommt oder sowas oder in die Erde, wenn man jetzt mal draußen ist, ne, und dann kommt die Kette nicht in Gras rein. Ist auch echt super. Hier ist eine Öffnung, wo die Späne rausfliegen können. Ja, und so ist die alt echt griffig, süß ja. Schön handlich. Ich kann mir ja gut vorstellen, dass sie hier in der Werkstatt hängt. Einfach, wenn man mal einen dickeren Balken abschneiden will. Also das gefällt mir echt gut. Ich würde sagen, wir packen jetzt schon mal einen Akku rein. Ne? 18 Volt Akku von Einhell. Und schmeißen das Gerät mal an. Irgendwo stand 90 Dezibel hat sie. Also ist echt voll okay. Und man kann sie echt gut mit einer Hand bedienen. Also wenn man mal da oben den letzten Ast abschneiden will, das geht ganz gut. Ich würde sagen, wir testen die einfach mal. Ich habe jetzt keine Lust, hier noch weiter zu gucken. Wir probieren das einfach mal aus. Ich habe es ja auch noch nicht getestet, deswegen bin ich ganz gespannt. Fangen wir mal mit einem kleinen Stück an. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben da lassen und den Kanal abonnieren. Ich verspreche euch auch, das kostet keinen Cent, tut gar nicht weh und ihr verpasst kein Video mehr. Das ist natürlich das Schöne dabei. Man würde mich echt sehr freuen. So, dann schauen wir mal. Ich finde es auch ganz schön, dass die hier so eine breite Auflagefläche hat. So kann man immer ganz gut da dran gehen. Ich glaube, für so einen Balken, ich bin echt gespannt auf den Balken. Für einen Balken ist das echt gut. Vielleicht kriegt man ja sogar einen geraden Schnitt damit hin. Das testen wir gleich auch mal aus. Ich würde sagen, wir schneiden mal. Ich ziehe mir noch eine Schutzbrille an. Und dann los. Geil, oder? Geil. Das ist wirklich geil. Also die... Die geht da wirklich durch wie Butter. Das ist ja richtig geil. Sehr schön. Wir nehmen jetzt mal den Balken. Ich will mal gucken, ob ich da einen geraden Schnitt hinkriege. Weil das wäre ja wirklich eine geile Alternative zur Handsäge oder zu einer anderen Säge, wenn man damit gerade schneiden kann. Ja, natürlich nicht hundertprozentig gerade, aber zumindest so, dass man mal was ablenken kann, wenn man irgendwie was draußen baut oder sowas. So. Zack, angezeichnet. Und jetzt versuchen wir mal, da entlang zu schneiden. So. Oh ja, ich glaube, ich konnte es gar nicht sehen, wie ich schneide, weil das davor ist. Aber ich glaube,
Ja, das ist echt. Ich zeig's euch. Das sind echt. Also man muss sagen, mit einer Kettensäge, einer Astkettensäge, fast 90 Grad, mega. Ich habe jetzt nochmal ein dickeres Stück Holz. Ich weiß gar nicht, ob das Eiche oder Buche ist. Ich glaube Eiche. Versuchen wir jetzt auch nochmal durchzuschneiden. Aber ich glaube, das wird zwar wahrscheinlich ein paar Sekunden länger dauern, aber ein Problem wird das auch nicht sein. Was für einen Durchmesser haben wir? 8 cm Durchmesser. Gucken wir mal. Überhaupt kein Thema. Also ich bin wirklich überrascht. Das hätte ich nicht gedacht, dass die da so durchpowert. Übrigens schön, dass man die zweite Hand, die kann man ganz gut darauf ablegen. Ey, das klappt echt. Richtig geil. Ich bin ein Fan, ich bin ein richtiger Fan. Ich würde jetzt eigentlich gerne noch mal das Dickere schneiden. Ich gehe mal ganz, ganz kurz nach hinten. Ich finde bestimmt was Dickeres noch. So, ich habe jetzt ein Stück hier mit 13 mal 11. Ich weiß gar nicht, ob es hier noch reinpasst. Dann probieren wir das mal zu schneiden. Ja doch, das passt. Sehr schön. Das ist, glaube ich, auch Eiche. Alter, die hat da überhaupt keine Probleme mit. Geil! Ah. Ich will jetzt mal raus in den Garten. Wenn ihr mal ein Video mit der draußen im Garten haben wollt, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Ich glaube, das ist auch nochmal cool, da nochmal ein paar Anwendungen zu zeigen. Alter, richtig Power. Richtig, richtig Power. Akku hat auch noch Leistung. Schön. Super Gerät für draußen. Also das kann ich wirklich nur sagen. Aber auch für hier in der Werkstatt. Die wird auf jeden Fall oft zum Einsatz kommen. Schnittschutz, Abdeckung dabei. Top. Ich kann nichts anderes sagen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr zu der Säge sagt. Vielleicht hat der eine oder andere Säge auch schon getestet. Ich räume jetzt hier mal das Chaos auf. Wünsche euch bis dahin eine kreative Woche und freue mich, euch dann bald wiederzusehen. Bis dann.